Gut. Am Anfang möchte ich einfach noch mal Danke sagen, Pastor Fred, für diese wunderbare Konferenz. I just want to say thank you to Pastor Fred for this wonderful conference. Dass du diese Möglichkeit überhaupt gibst hier. That you give us this opportunity here. Und ich glaube, und das kann man auch sehen über die Jahre, ich glaube jetzt 5 Jahre oder so läuft das hier, dass es wächst und wächst. And I believe this is growing and growing for the last 5 years. Und danke für das Privileg, dass ich hier sprechen darf. And thank you for the privilege to let me speak here. Und so manches Mal haben wir auch in unserer Gemeinde eine Konferenz gehabt. So sometimes we also had a conference in our church. Und ich weiß, wie viel Arbeit damit verbunden ist. And I know how much work is connected with that. Und vielen herzlichen Dank an alle Helfer, die jetzt nicht hier vorn stehen. So thank you very much also to all the helpers who are not up front here. Was ist der Prediger ohne das Team dahinter? What is a preacher without the team behind him? Das war eine richtig gute Botschaft von dir vorhin. I enjoyed the message that you gave this afternoon. Was really good. Und ich möchte den zweiten Schritt gehen. And I actually want to go the second step from that. Und lass uns zunächst einmal zum 1. Thessalonicher Brief gehen, First, Kapitel 1. Let's go to 1 Thessalonians chapter 1. Ab Vers 5. From verse 5, Verse 5 bis 9. Verses 5 to 9. Hier heißt es, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. So, dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hold on for just a second. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye were examples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves sure of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Wir sprechen hier über Erweckung. We are talking about revival here. Und wir haben hier im 1. Thessalonicher Kapitel 1 so eine Art Muster, wie Erweckung aussehen kann. And in 1. Thessalonians chapter 1 we have like a pattern what a revival should look like. Zunächst einmal lesen wir hier in dem Vers 5, dass das Evangelium nicht nur im Wort, sondern in Kraft und im Heiligen Geist dorthin kam. First of all we read in verse 5 that the gospel did not just came to them by word, but also in power and in the Holy Ghost. Wir brauchen Heiligen Geist. We need the Holy Spirit. Und wir brauchen die Kraft Gottes. We need the power of God. Und wir haben heute schon gehört, dass wir eine Gabe in uns haben. And we already heard today that we have a gift on the inside of us. Und wenn wir also irgendwo hingehen, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir von Jesus weitersagen, dann sollten wir uns darauf verlassen, dass etwas in uns ist. And if we go somewhere and testify of Jesus, we should rely on that what is on the inside of us.
Und dieses Heiliger Geist und Kraft, das zieht sich durch das gesamte Neue Testament hindurch. And this Holy Ghost and power thing that goes through the whole New Testament. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Verse euch mitteilen hier. And I want to share some scriptures with you. Also hier im 1. Thessalonicher 1, Vers 5 heißt es, das Evangelium kam in Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit. In 1. Thessalonians 1, 5 it says, the gospel came in power and in the Holy Spirit and in much assurance. Und jetzt Römer 15, Verse 18 bis 19. And then Romans 15, verses 18 to 19. Denn ich würde nicht wagen, schreibt Paulus hier, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. For I will not dare to speak of any of these things which Christ has not worked by me to make the Gentiles obedient by word and deed through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God. An die Korinther schreibt der 1. Korinther 2, Verse 4 bis 5. To the Corinthians he says, 1. Corinthians 2, verses 4 and 5. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Sorry. Jetzt bist du. And my speech and my preaching were not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Im Hebräer 2, Vers 4, da steht es in dem Kontext von der Verkündigung von der Errettung. In Hebrews 2, 4, we find it in the context of the gospel of reconciliation. Da heißt es, wobei Gott sein Zeugnis, also zu dieser Verkündigung, gab Gott sein Zeugnis mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. There it says, God also bearing them witness, both with signs and wonders and with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. Wir sehen ja also, dass es nicht nur wohlüberlegte Worte waren, dieses Evangelium, sondern es kam in Kraft und im Heiligen Geist. So we see the when the gospel was preached, it was not just from a well thought of words, but through the Holy Spirit and power. Und wenn dieses Evangelium wirklich in der Kraft Gottes verkündigt wird, wenn also wirkliche Kraft da ist, dann haben wir wirkliche Auswirkungen. If this gospel is really preached and this power is really present, then we have real results. Hier heißt es im Verse 8 und 9, überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. In verses 8 and 9 here it says, your faith has become known everywhere. Wir kennen das auch aus dem Römerbrief Kapitel 1. And we also notice from Romans chapter 1, dass wo Paulus schreibt, euer Glaube wird in der ganzen Welt verkündigt. Where Paul says, your faith is talked about in the whole world. Das heißt, die Art und Weise, wie sie an Gott glaubten, das ist bekannt geworden. That means the way how they believed in God has become known. Und dann Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. And then verse 9, it says, how you turned from dead idols to serve the living and true God. Das nenne ich eine echte Bekehrung. That's what I call a real conversion. Sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt. They turned away from the idols and turned to God. Du sagst, ja, wir leben in der modernen westlichen Welt, da gibt es keine Götzen mehr. You say, well, we live in a modern western world, there are no idols. Was ist mit deinem Bauch? What about your belly? Die Bibel spricht davon,
der Bauch ist zum Gott geworden. The Bible says that their belly became their God. Oder was ist mit dem Geld? What about money? Du kannst nur Gott dienen oder dem Geld dienen. You can serve God or mammon or money. Oder was ist überhaupt mit der Welt? What about this world? Mit Hobbys, mit einfach du lebst dein Leben wie du willst. What about your hobbies and you living your life like you want it? Also ein Götze ist alles das, was dich davon abhält, Gott zu dienen. So idol is everything that keeps you from serving God. Paulus kam dort zu den Thessalonichern und er hat in einer solchen Weise verkündigt, dass bestimmte Auswirkungen da waren. Paul came to the Thessalonians and he preached the gospel in a way that there were certain results. Dass sie sich in einer solchen Weise, in einer solch klaren Weise von der Welt abgekehrt haben, Gott zugewandt haben, dass davon in aller Welt gesprochen wird. That they turned away from this world in a very clear manner and turned to God and the whole world talked about it. Und dann geht es ja noch weiter. Sie haben, also das muss unterm Strich erstmal rauskommen, dass Leute eine echte Bekehrung zu Gott machen. So, this is what we need to see, that people genuinely turn to God. Und dann haben wir weitere Auswirkungen. Im Vers 6, da lesen wir etwas, sie sind Nachahmer geworden. And then there are more results. In verse 6 it says, they have become imitators. Imitators, ja, das ist das griechische Wort tatsächlich. Ja. That's actually the Greek word. Nachmacher. Ja, yeah, imitator. Mimetes, so, ja. Imitator, ja. Gut. Sei dahingestellt jetzt. Doesn't matter. Also in diesem Zusammenhang haben sie die Nachteile erlebt, also sie haben Verfolgung erlebt. So they had to experience persecution. Aber dieses Wort Nachahmer steht auch wieder überall in den Briefen drin. But this word imitator we find everywhere in the epistles. Und wir können sagen, dass dieses Wort Nachahmer das neutestamentliche oder das Gemeindewort für Jüngerschaft ist. And actually the word imitators is the New Testament term for discipleship. In den Evangelien lesen wir permanent Jünger, Jünger, Jüngerschaft, die Jünger Jesu, folgt ihm nach. In the Gospels we always read about the disciples, following Jesus, disciples. Wir sollen ja alle Völker zu Jüngern machen, and zu Nachfolgern machen. Supposed to make disciples of all nations. Und dann durch die Apostelgeschichte lesen wir, die Jünger trafen sich und sie wurden hinzugetan und die Jünger trafen sich. And in Acts we read that the disciples met together and there were added to them. In den Briefen lesen wir nichts mehr von Jüngern. In the epistles we don't read about disciples anymore. Wir lesen Nachfolger oder Nachahmer. We read about imitators. Wir sollen Nachahmer Gottes sein als geliebte Kinder, Epheser 5 Vers 1. We are supposed to be imitators of God as beloved children according to Ephesians 5:1. Oder Paulus schreibt an die Korinther, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Or Paul writes to the Corinthians, imitate now me as I imitate Christ. Ahmt den Glauben eurer Leiter nach. Imitate the faith of your leaders. Sehr häufig in der deutschen Bibel wird übersetzt, folgt ihnen. In the German Bible usually it's translated follow them. Aber wörtlich heißt es, ahmt sie nach. But literally it means imitate them. Das heißt, diese Gläubigen, die neu gläubig geworden sind in Thessalonicher, sie waren Nachahmer. So that means those new believers, the Thessalonians, they were imitators. Und zwar in einer solchen Weise, dass sie zu Vorbildern geworden sind. Vers 7. In a way that they actually became examples. Vorbilder. Verse 7. So dass ihr examples. Vorbilder geworden seid für die ganze Region dort. So that you became examples for the whole region. Und dieses Wort Vorbild heißt Typos im Griechischen. And this word example in the Greek it's Typos.
Gut, das hat verschiedene jetzt Inhalte. That has different meaning. So haben wir bestimmte Typus für Christus, Mose zum Beispiel. So we have different types of Christ, like for example Moses. Aber jetzt lesen wir hier, dass nicht nur einzelne Gläubige, sondern stellt euch vor, eine gesamte Gemeinde ist, alle Gläubigen in der Gemeinde sind zu Vorbildern geworden. Now imagine this. This is not just talking about single believers, but a whole church has become examples, types. Dieses Wort Typos heißt wörtlich, dass du durch einen Schlag oder großen Druck ein Muster oder eine Prägung machst. Du prägst meinetwegen ein Stück Metall. That word type actually means that you by a great force you coin something, you shape something. Du hinterlässt einen Eindruck. You leave an impression. Oder einen Abdruck. Or an imprint. Ich stelle mir das so vor, du läufst in der Geschichte Gottes. It's like you walk in God's story. History. So. Und wenn du dich zurückschaust nach ein paar Jahren, dann hast du in der Geschichte Gottes deine Fußspuren, deine Abdrücke And when you look back after some years, you have left your footprints in God's history. Das bedeutet dieses Wort Vorbild sein. That's what this word type or example means. Du triffst auch auf Leute und kannst also nicht nur sie beeindrucken, sondern deine Prägung hinterlassen. You meet people and you not just impress them, but you leave an imprint with them. Das heißt, die Thessalonicher, diese Gemeinde dort, sie haben ihre Fußabdrücke hinterlassen, wo immer sie hingingen. That means those Thessalonians, they left their footprints wherever they went. Sie haben sich Christus zugewandt. Christus war in ihnen. They turned to Christ. Christ was in them. Sie sind echte Christen geworden. They have become real Christians. Und überall haben sie ihren Stempel oder ihren Abdruck hinterlassen. And Christus. Christus. Everywhere Christus, they left Christus. Their print. Christ, wo Christ. Wo immer sie auf Leute trafen, sie haben ja ihren Abdruck, ihr Muster hinterlassen. Wherever they met people, they left this print. So dass die ganze Umgebung davon sprach. So that the whole region talked about that. Also das nenne ich Erweckung. And that's what I call revival. Das waren also musterhafte Christen. So those were very good Christians. Ja. Das waren typische Christen. Ja. Yeah. Von dem Wort Typos her. Okay. They were typische Christen. Some type of Christians. Ja. typical Christians. Yes, typical. Good. Thank you. Wir sehen also erst einmal, echte Kraft hat echte Auswirkungen. So we see, first of all, real power has real results. Echter Glaube, wir haben von Glauben gehört vorhin. We have talked about faith, real faith. Es geht also nicht nur um Glauben, sondern um den echten Glauben. So it's not just about faith, it's about real faith. An die echte Kraft Gottes. Towards the real power of God. Und dass wir daraufhin handeln. And then acting on that. Im Gegensatz dazu gibt es auch leider eingebildeten Glauben. And opposing to that or opposite to that, there is also imaginary faith. Mit dem echten Glauben hast du echte Resultate. Mit dem eingebildeten Glauben hast du nur eingebildete Resultate. With real faith you have real results. With imaginary faith you only have imaginary results. Es ist auch möglich, dass man sich die Kraft nur einbildet. It's also
possible to just imagine the power. Aber weißt du, die Resultate, die müssen dann für sich sprechen. But the results have to speak for themselves. Also welche Früchte hinterlassen wir? So what kind of fruit do we leave? Welche Abdrücke hinterlassen wir? What kind of imprints do we leave? Wovon reden die Leute, wenn wir wieder weg sind? What are people talking about after we left? Echte Resultate sind immer nachprüfbar. And real results you can always see. Sie sind zu sehen. They are obvious, they are visible. Wenn wir einfach mal diese Frage uns stellen, wer ist ein echter Christ? If we ask ourselves, who is a real Christian? Wir gehen zur Evangelisation auf die Straße. Wie viele haben sich wirklich bekehrt? We go on the street for an outreach and then we want to check how many did really get saved. Woran sehen wir das? How can we see that? Könnte es sein, dass wir manchmal von Bekehrungen reden und wir wissen auch gar nicht, sind die bekehrt oder nicht? Could it be that we sometimes talk about conversions and we cannot really see, are those people really saved or not? Or converted or not? Damit wir uns Ergebnisse nicht nur schön reden oder einbilden. So that we not just have imaginary results. Weil die Leute reden, wenn wir weg sind. Worüber reden sie? Because people talk when we have left. What are they talking about? Also müssen wir das irgendwo mal definieren. Wer ist jetzt, was haben wir erreicht? So we need to define what did we really reach? Zum Beispiel könnte es sein, wie viele von denen, die sich auf der Straße bekehren, wie viel kommen in der Gemeinde an? So we could, for example, check how many of the people who get saved on the street show up in church. Weißt du, Erweckung hat immer direkt auch mit Gemeindebau zu tun. You know, revival always has to do with church growth or building the church. Wenn wir nicht wirklich Gemeinde bauen, dann versickert Erweckung im Sand. If we do not really build the church, then revival drains out. Also wer kommt in der Gemeinde an? Wie viele sind denn getauft worden? So who's showing up in church? How many did we get baptized? Wie viele Menschenleben wurden tatsächlich verändert? How many lives of people really got changed? Also wir brauchen doch irgendwelche Faktoren, an denen wir das ablesen können, was tatsächlich an Frucht gekommen ist. So we need some factors, some indicators that show us what kind of fruit we actually have. Weil es geht doch darum, dass wir uns nach dem Echten ausstrecken. Because we want to reach for the real thing. Wir wollen das Echte haben, die wirklichen Resultate. The real thing, the real results. Als unsere Jungs jünger waren, da sind wir hin und wieder mal bowlen gegangen. When our boys were younger, from time to time we went out bowling. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du gehst zum Bowlen und du hast die Bowlingkugel in der Hand und schiebst sie los. So imagine this, you are at the bowling alley, you have the ball in your hand and you just throw it. Ich weiß nicht, ob du Bowlen kennst. Wer weiß, wovon ich rede jetzt? Who knows bowling? Also die meisten. Most of you. Sonst müsste ich ein anderes Beispiel erzählen. Otherwise I should have chosen another example. Nur diesmal, die Kugel rollt, nur diesmal ist etwas anderes. Now the ball is rolling, but this time it's a little different. Etwa 2 Meter vor den Kegeln oder den Pins, wie das heißt, hängt ein Vorhang. Maybe two meters in front of the pins, there's a curtain. Die Kugel rollt, verschwindet hinter dem Vorhang und dann hörst du es poltern. So the, oder auch nicht. the ball rolls behind the curtain and then you hear a noise or maybe not.
Und auch kein Bildschirm ist dran. Die modernen Sachen haben ja Bildschirm, da kannst du die Ergebnisse gleich ablesen. No, the modern bowling alleys, they have screens and everything, you can see the results immediately. Also die sind auch aus. So we don't have that in our story. Du hörst also nur das Geräusch hinter dem Vorhang. You just hear the noise behind the curtains. Wie wollen wir die Ergebnisse jetzt ablesen? Now, how can we check the results? Nach der Lautstärke vielleicht. Maybe the loudness of the sound. Wir haben eine Evangelisation gemacht und wow, und jetzt kann man viel Geräusch machen, was da alles passiert ist. We had an outreach. And then you can make a lot of noise about the things that have happened there. Und dann erzählt der andere, ja, aber wir haben Zeichen und Wunder gehabt. And then the other guy says, yeah, but we had signs and wonders. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ende nur über die Geräusche sprechen. We need to be careful not just to talk about the noise. Und weißt du, wenn du jemand bist, der auf die Straße geht und solche Auswirkungen hat, wie wir das gelesen haben, dass Leute sich permanent bekehren und du regelmäßig Zeichen und Wunder erlebst, ist diese Botschaft jetzt nicht für dich. And if you are somebody who goes out on the street and regularly people get saved and you have signs and wonders on a regular basis, then this message is maybe not for you. Aber wenn du dich nach mehr ausstreckst und du möchtest echte Bekehrungen und wirkliche Heilung, Zeichen und Wunder erleben, wirkliches Gemeindewachstum, dann solltest du zuhören. But if you want to really see people saved and you want to see real signs, wonders and miracles and church growth, then you should listen very carefully. Und weißt du, ich selbst war auch jemand, der über Geräusche erzählt hat. And I myself was somebody who talked a lot about the sounds, about the noise. Seit vielen, vielen Jahren sind wir regelmäßig auf der Straße, einmal die Woche. For years we have been on the street once every week. Ich bin nicht der Evangelist, aber ich bin trotzdem mit auf der Straße. I am not the evangelistic type of person, but I'm still with the team on the street. Und das ist einige Jahre her, da haben wir das nach diesem Muster gemacht, dass wir so ein Übergabegebet auf dem Zettel hatten. And some years ago we did it like this. We had a salvation prayer on a sheet of paper. Wir haben gesagt, Jesus liebt dich, Gott liebt dich und deine Sünde trennt dich von Gott. Und wenn du jetzt Sündenvergebung empfangen möchtest, bekenne Jesus als Herrn. We told people, God loves you, your sin separates you from God. If you want to receive forgiveness, then confess Jesus as Lord. Und wir haben erlebt, dass viele Leute dieses Gebet mitgebetet haben. And we have experienced that many people have repeated this prayer after us. Und dann haben wir in der Gemeinde Zeugnis gegeben, so und so viele Leute haben sich bekehrt auf der Straße. And then we testified in church, such and such number of people got saved on the street. Und ein älterer Bruder sagt, hättest du mal gleich mitgebracht. And an older brother says, yeah, why didn't you bring them? Ich habe dann oft geantwortet, nur Gott allein weiß. And often I just answered, well, only God knows. Ich weiß, euch geht das anders, aber I know you're different. Aber auf diese Weise hatte ich immer Erfolg. But on this way I always was successful. Und nur Gott weiß, was wirklich im Herzen passiert ist. And only God knows what really happened in the heart of those people. Wenn dann über längere Zeit niemand von denen in der Gemeinde ankommt, da habe ich mir überlegt, irgendwas müssen wir verändern hier. And then after over a longer period of time, none of those people showed up at church, I said we need to change something. Und ich habe realisiert, dass unser ganzes Ziel von unserem Team her war, wie kriegen wir Leute dahin, dass sie das Übergabegebet sprechen. And then I realized our whole focus was, how do we get people to pray the salvation prayer? Weil Errettung nur Gott allein weiß. Because only God knows if they are saved. Das heißt, die Kugel rollt hinter den Vorhang und
Nur der Manager da hinten, der weiß, was wirklich passiert ist. So the ball rolls behind the curtain and only the manager on the back knows what really happened. Von uns sieht das nicht wirklich jemand. Nobody from our team, nobody sees it. Aber weißt du, so kannst du nicht wirklich Resultate erzielen. But this is not how you can get results. Weil wenn nur das, was Gott weiß, warum sollen wir darüber reden, was nur Gott weiß? Because why should we talk about something that only God knows? Wir sollten doch darüber erzählen, was wir sehen. We should talk about something that we see. Wie viele sind in der Gemeinde? How many of those came to church? Wie viele sind getauft worden? How many of them got baptized? Um wie viel ist die Gemeinde gewachsen? How did the church grow? Wie viele Menschen haben sich wirklich bekehrt, dass sie sich von der Welt abgekehrt haben und ein neues Leben mit Jesus leben? How many people turned really away from their old life and now start to live with Jesus? Und das haben wir dann verändert. And we changed that. Und wir zielen nicht mehr darauf ab, dass sie nur Jesus als Herrn bekennen. And our target is now not anymore that they just confess Jesus as their Lord. Sondern dass sie in die Gemeinde kommen. But that they become part of the church. Und das Zeugnis, was Pastor Fred erzählt hat, das hat mich wirklich bewegt. And the testimony that Pastor Fred shared with us, that really touched me. Und das passiert sehr häufig. Ich glaube, dass es mit der normale Weg in der westlichen Welt, dass jemand Zeugnis gibt und dann nochmal jemand Zeugnis gibt und dann nochmal jemand Zeugnis gibt, bis sich jemand wirklich bekehrt. And I believe this is very common in the Western world, that somebody gives a testimony and then another person gives a testimony and then another person until somebody really turns to Jesus. Und das geht doch gar nicht darum, bei wem hat sich jetzt jemand bekehrt? Was habe ich erreicht? Really about, well, with who did he pray the sinner's prayer? Am Ende geht es darum, dass wir wirkliche Ergebnisse haben, die zu sehen sind. In the end, it's about to have real results that are visible, tangible. Ein Pastor aus Berlin erzählte mir, in unseren Gottesdiensten seit Jahren, seit vielleicht 10, 15 Jahren, jeden Sonntag bekehren sich Leute. A pastor from Berlin told me, in our service for 10, 15 years, in every service people get saved. Ich dachte, wow. And I thought, wow. Da sind ja mindestens 2 Leute jeden Sonntag. Well, that's at least 2 people every Sunday. Das heißt, jedes Jahr wächst ihr um 100 Leute. That means every year you grow at about 100 people. In 10 Jahren, du hast eine 1,000-Mann-Gemeinde. In 10 years, you have a church of 1,000 people. Nein, wir haben 200. I said, no, we have 200. Ich denke, jeden Sonntag bekehren sich Leute. No, I thought every Sunday people get saved. Dann sagt er, ja, die melden sich. He said, yeah, they raise their hand. Weil ich selbst auch Pastor bin, weiß ich, wie das geht mit dem Händeheben. Because I'm a pastor too, I know how this works with the raising of hands. Manchmal haben wir Gastsprecher und Evangelisten, die brauchen natürlich irgendwo auch sofort Ergebnisse. Sometimes we have guest speakers, evangelists, and they want to see results immediately. Und dann heben Leute die Hände auf 5-mal. And then sometimes people raise their hand 5 times. Wenn ich den Aufruf mache, mich kennen sie, da heben sie die Hand nicht mehr. Aber wenn der Gastsprecher kommt, dann heben sie die Hand wieder. When I do the altar call, they don't raise their hands because they know me. But when there is a guest speaker, they raise their hands. Und mir scheint, dass der Evangelist anders zählt als der Pastor. And it seems to me that the evangelist has a different counting system than the pastor. Wir sind ja Menschenfischer. Well, we are fishers of men. Der Evangelist zählt die Fische, die im Netz sind, und der Pastor zählt die Fische, die an Land gebracht sind. The evangelist counts the fish in the net. The pastor counts the fish when he has them on land. Und manchmal sind so viele Fische im Netz, dass das Netz reißt. Sometimes you have so many fish in the net that the net is breaking. Aber weißt du, egal wie du zählst, es müssen doch ehrliche Ergebnisse sein. But it doesn't really matter how you count, we need to have real results. Und darum geht es, dass wir wirklich ehrliche Ergebnisse haben, dass wir uns nach dem Echten ausstrecken. And that's what it's all about, that we reach for the real thing. Weißt du, der Punkt ist, wenn du etwas Eingebildetes für das Echte hältst, dann streckst du dich nach dem Echten nicht mehr wirklich aus. Because the problem is, if you think that something imaginary is the real thing, you will not reach out or reach
for the real thing anymore. Da hat jemand eine Crusade auf Facebook gepostet, wo sie für einen Kranken gebetet haben. Somebody had put a video? Ja, a video on Facebook where they prayed for a sick person. Und der hatte eine Schiene, Gipsschiene irgendwie am Bein. And he had a cast on his leg. Und humpelte an einer Krücke. And he was walking on a crutch. Und sie beteten für ihn. And they prayed for him. Und fragten ihn und der sagte dann, ja, ist besser geworden. They asked him and he said, well, it's better. Und er hob auch seine Krücke hoch und sagte, ja, wunderbar, ist besser geworden. He lifted his crutch and said, well, it's better. Und dieser Prediger dort sprach dann, wow, Gott ist gut, wir erleben hier Zeichen und Wunder. And the preacher said, Heilungen, wow, Zeichen und Wunder. God is good, we experience signs, wonders and miracles. Und im Hintergrund siehst du den mit der Krücke so hinter der Hausecke wieder verschwinden. And in the background you see the guy with the crutch disappear. Und es mag sein, dass es tatsächlich besser geworden ist. And maybe it got das will ich gar nicht in Abrede stellen. I don't want to question that. Nur dann sollten wir ehrlich sein und nicht von Zeichen und Wundern sprechen, wenn nur etwas besser geworden but ist. We should be honest and not talk about signs and wonders if something just got a little bit better. Weil, wenn wir das weiter im Leib Christi weiter erzählen, Zeichen und Wunder ist, wenn dein Kopfschmerz weg ist. Because when we share this in the body of Christ, the signs and wonders is when your headache goes away. Dann strecken sich, und wir selbst strecken uns nicht mehr nach dem wirklich Echten aus. Then we do not reach for the real thing anymore. Und wir brauchen die echten Heilungen, Zeichen und Wunder. But wir brauchen das wirklich, das echte Wirken Gottes, damit echte signs, Bekehrungen geschehen. The real signs and wonders, the real move of God, that real conversions take place. Weil wir können das doch nicht machen. Because we cannot produce it. Wir brauchen also diese Kraft Gottes, die Paulus hatte, als er bei den Thessalonichern war. We need the same power of God that Paul had when he was with the Thessalonians. Damit wir dann dieselben Resultate haben. So we can have the same results. Wie können wir also mehr echte Bekehrungen erleben? So how can we experience more real conversions? Wir sollten uns erstmal mehr auf den wirklichen Auftrag Gottes konzentrieren. Well, first of all, we should focus more on our real assignment from God. Was ist unser Auftrag? What is our assignment? Unterm Strich geht es darum, Menschen sollen für Jesus gewonnen werden. Bottom line is, people should be won for Christ. Es geht also nicht zuerst um Heilungen, Zeichen und Wunder. So first of all, it's not about healing signs and wonders. Lass uns mal hier zu Markus 16, Vers 15 gehen. Let's go to Mark 16, 15. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Ein ganz klarer Auftrag. That's a very clear assignment. Jeder Christ kann das tun. Every Christian can do that. Nicht jeder Christ kann in alle Welt gehen, aber du kannst in deine Welt gehen. Can go into all the world, but you can go into your world. Und wo immer du auf Menschen triffst, du kannst von Jesus erzählen. And wherever you meet people, you can talk about Christ. Und im Vers 20 heißt es, sie aber gingen hinaus, verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. And in verse 20 it says that they went out everywhere and the Lord went with them and confirming the word with signs and wonders. Das heißt, sie predigten das Evangelium und Gott bestätigte das. That means they preached the word, the gospel, and God confirmed it. Yes. Sie sind also nicht losgezogen, um zu heilen und in der Hoffnung, dass Leute sich daraufhin, weil sie jetzt gesund geworden sind, sich auch bekehren. They did not go with the perspective to heal people and now because they are healed, maybe they are willing to get saved. Sie haben das Evangelium verkündigt und Gott hat die Botschaft bestätigt. Es geht also zuerst um die Botschaft. They preached the gospel first, so it's first about the message and God confirmed the message. Im Römer 10 heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zur Errettung. So in Romans 10 it says, with the heart,
we believe for righteous to righteousness and with the mouth confession is made unto salvation. Was ist also das Bekenntnis oder das Übergabegebet wert ohne Glauben im Herzen? So how much value does a salvation prayer have without faith in somebody's heart? Und wie entsteht dieser Glaube im Herzen? And where does this faith come from? Indem du die Botschaft predigst, by das Evangelium verkündigst. Preaching the message, preaching the gospel. Menschen hören die Botschaft und Glaube entsteht. People hear the message and faith comes. Und wenn sie dann aufgrund ihres Glaubens in ihrem Herzen Jesus als Herrn bekennen, dann sind sie gerettet. And then when they confess Jesus as Lord on the basis of their faith in their heart, then they are saved. Und vor einigen Jahren, da waren wir dabei, wir haben versucht, Menschen dahin zu bringen, dass sie nur Jesus als Herrn bekennen. Und dann haben wir gesagt, prima, du bist jetzt gerettet. Years ago, we just wanted to get people to confess Jesus as their Lord, and we told them, now great, now you're saved. Und da war gar keine Botschaft dahinter. But there was no message behind it. Weißt du, nur zu sagen, Jesus liebt dich, das ist noch keine Botschaft. Just to say, well, Jesus loves you, that's not a message. Das ist vielleicht der erste Schritt. This may be the first step. Da muss erstmal das Wort rein, das Wort muss ins Herz, damit im Herzen Glauben entstehen kann. But first the word needs to go into somebody's heart so faith can rise. Das haben wir verändert. And we changed that. Wir sind jetzt nicht die größte Gemeinde in Frankfurt-Oder. Well, we are not necessarily the biggest church in Frankfurt-Oder. Aber im Moment sind wir die einzige Gemeinde, die zahlenmäßig wächst. But we are the only church that grows in numbers. Die anderen, zumindest Freikirchen, also aus den die traditionellen Kirchen jetzt, so kenne ich nicht, aber von den Freikirchen her weiß ich, dass deren Zahl über die Jahre immer weiter abnimmt. I know from the other free churches that their numbers are decreasing over the years. Es geht also nicht darum, sich auch nur Zahlen schön zu reden, wie viele haben sich getauft, von denen, die in deiner Gemeinde groß geworden sind, sondern wie viele neue Leute hast du denn erreicht? So it's not just how many people did we get baptized from the people that actually grew up as kids in your church. The question is, how many people did you really reach? Und vielleicht ist die Botschaft ja nur für mich. Well, maybe this message is just for me. Aber als ich dann wirklich ehrlich wurde vor Gott und vor mir selbst, but when I became honest before God and before myself, da bin ich auf meine Knie gegangen und ich habe mich nach dem Echten ausgestreckt. I went down on my knees and I reached for the real thing. Ich will das Echte, ich will echte Bekehrungen. I want the real thing, I want real conversions. Und da fängt das an, dass du dich nach dem Wirklichen, nach dem Echten ausstreckst. And this is where it starts, that you reach for the real thing. Und dann in der wirklichen Kraft Gottes wirken oder dienen. And then minister in the real power of God. In Johannes 14 sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird sogar Größeres tun, größere Werke. In John 14, Jesus said, the one who believes in me will do the same works that I did, he will do even greater works. Und jetzt müssen wir also erstmal rausfinden, was waren das für Werke? Now we need to find out, what kind of works were those? Und nicht nur, was waren das für Werke, sondern wie hat Jesus diese Werke getan? And not just what kind of works were they, but how did Jesus do them? Und immer wieder hat Jesus betont, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. And Jesus emphasized over and over again, I only do what I see the Father do. Das heißt, Jesus hat sich vom Heiligen Geist leiten lassen. That means auf jedem Schritt. Jesus was led by the Holy Spirit at every step. In Johannes 7 haben wir ein tolles Beispiel dafür. In John 7 we have a great example of that. Seine eigenen Brüder sagten, da ist ein Fest in Jerusalem, komm mit uns, damit wer etwas gelten will, der muss sich in der Öffentlichkeit zeigen. In John 7 his own brother said, well, there is a
feast in Jerusalem, and if somebody wants to be something, you have to show up in public. Jesus sagte ihnen, geht ihr hin. Meine Zeit ist nicht. Ich gehe nicht. And Jesus said, okay, you guys go. It's not my time to go. Und kaum waren seine Brüder losgezogen, ging er auch. And as soon as his brothers went, he also went. Wie hat er sich jetzt geirrt, oder? Well, did he make a mistake? Hat er mit Absicht seine Brüder hinters Licht geführt, oder? Did he fool his brothers intentionally? Glaube ich nicht. I don't think so. Aber ich glaube, dass Jesus in jedem Moment total vom Heiligen Geist geleitet war. But I believe that Jesus was led by the Holy Spirit at every moment. Seine Brüder kamen und sagten, komm mit uns zum Fest. His brothers came and said, come with us to the feast. Nein, das sehe ich meinen Vater nicht tun gerade. And Jesus said, no, I don't see the Father do that. Ich bleib. I'll stay. Kaum waren die Brüder weg. As soon as they left, sieht er seinen Vater und der Heilige Geist leitet ihn und sagt, geh. And he sees the Father and the Holy Spirit leads him to go. Und er hat überhaupt nicht hinterfragt. And he didn't question that. Er packt seine Sachen und geht auch. He gets his stuff and leaves. Einmal in Markus 5, da befreit er einen Besessenen von einer Legion Dämonen. In Mark chapter 5, he delivers somebody from a whole big amount of demons. Und dieser Befreite, dieser Geheilte, zog in das ganze Gebiet der 10 Städte und eine Erweckung brach aus. And this person who got healed, who got delivered from all those demons, went through all the cities there and a revival broke out. Und wir würden sagen, wow, das ist doch toll. Wir müssen erstmal heilen, befreien, wir müssen Zeichen und Wunder tun, damit Erweckung sein kann. And then we would say, well, that's great. This is what we need. We need healing, signs, wonders, deliverances, so people can get saved. In Markus, in Johannes 4 sehen wir eine andere Erweckung. In John 4 we see another kind of revival. Da geht Jesus durch Samaria und in Sychar. Beim sogenannten Jakobsbrunnen, da kommt eine Frau. Jesus walks through Samaria and in the city of Sychar at the well of Jacob he meets a woman. Und er hat dort überhaupt nichts Spektakuläres getan. And he didn't do anything spectacular. Er hat einfach nur mit dieser Frau gesprochen. He just talked to that woman. Aber natürlich auch in der Kraft Gottes. But of course in the power of God. Mit einem prophetischen Dienst und so weiter. He ministered to her prophetically. Aber er hat sie nicht geheilt. But he didn't heal her. Du sagst, ja, dann war sie auch nicht krank. You say, well, maybe she was not sick. Also können wir nur da, wo Kranke sind, Erweckung haben, oder wie? So we can have only a revival where people are sick. Es geht immer um die Botschaft. It's always about the message. Aber dort war auch eine Erweckung. But there was a revival too. In der Apostelgeschichte sehen wir das. Apostelgeschichte 3, Petrus heilt den Gelähmten. In Acts we see that Peter heals the leper. Und den Gelähmten. Oh, the lame man, thank you. Yeah. Not a leper, a lame man. Und 5000 Leute kommen zum Glauben. And 5000 people get saved. In Apostelgeschichte 14 lesen wir von der Missionsreise von Paulus und Barnabas. In Acts 14 we read about the mission trip of Paul and Barnabas. Sie gingen in die Synagoge und redeten in einer solchen Weise, heißt es, in einer solchen Weise, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. They went into the synagogue and preached in a way that a big number of Jews and Greeks got saved. Also keinerlei Heilung, keinerlei Wunderzeichen in dem Sinn. Sie haben in einer solchen Weise gepredigt. Now at this point there were no miracles or signs or healings, but they preached in a particular way. Aber ich bin überzeugt, eben auch in der Kraft Gottes. But I'm convinced they preached in the power of God. Nur diese Kraft und der Geist Gottes, sie können sich unterschiedlich manifestieren. But this power and this spirit of God can manifest in different ways.
Und manchmal kommt es mir so vor, dass Leute jetzt so ein Muster im Kopf haben und sagen, nur auf diese Weise kann das geschehen. And sometimes it seems to me like people have a certain pattern in their mind and they say, only this way it can happen. Das kommt mir vor wie so ein Werkzeugkoffer, den sie mit sich tragen. And it seems to me like a toolbox that they have with them. Weißt du, wen Gott beruft, den rüstet er aus. You know, whoever God calls, he equips. Thank you. Das heißt, jeder Gläubige, nicht nur die Prediger, jeder hat seinen Werkzeugkoffer. So jeder. Every believer, not just the preachers, every believer has their toolbox. Und Gott legt Werkzeuge rein, nicht du selbst. Gott And legt seine Werkzeuge God rein. God puts the tools in your toolbox. Aber was ist, wenn du dir wenn du sagst, nur Heilung, Heilung, Heilung. But what if you just say, well, only healing, healing, healing. Und nicht verkündigen, verkündigen, verkündigen. And not preaching, preaching, preaching. Und du hast den Werkzeugkoffer und da ist nur ein Hammer drin. And you, in your toolbox there's only a hammer. Weil was anderes kennst du nicht. Because there's, you don't know anything else. Und du gehst irgendwo hin und du kannst nur hämmern. And you go somewhere and you can only use your hammer. Aber jetzt bräuchtest du mal eine Zange oder einen Schraubenzieher. But then maybe you need a pliers or a screwdriver. Aber wenn alles, was du denken kannst, ist Hammer, Hammer, Hammer. But if the only thing you can think is hammer, hammer, hammer. Dann kann es mal wirken und mal eben nicht. Then sometimes it works and sometimes it doesn't. Und da kannst du vielleicht mal sagen, eine Hammerbotschaft. And you can say, well, that was a hammer message. Aber wenn du jetzt gerade den Schraubenzieher bräuchtest. But if you need a screwdriver at that moment. Ich habe mit verschiedensten Leuten haben wir Crusades gemacht. We had crusades with very different people. Und einer war mit dabei, der, das kam mir so vor, als würde er nur nach Kranken Ausschau halten. And one guy, I thought he was only looking for sick people. Und jemand anderes war mit dem Smartphone dabei, um sofort aufzunehmen, wann er auf einen Kranken, den er heilen kann, dass das sofort gleich live gepostet wird. Another guy was with him with his smartphone to video the event when he prays for a sick person. So he can post that on social media immediately. Wo ich sage, komm, predige mal. And I told him, come on, preach. Wie ich soll predigen, sagt er. He said, er. What? I'm supposed to preach. Ich sag, deshalb haben wir dich eingeladen. I said, well, that's why we invited you. Und er war permanent drauf aus, nur dass er Kranke findet, für die er beten kann. And he was constantly just looking for sick people to pray for. Und da ist nicht wirklich viel passiert. And not much really happened. Aber ich sage nicht, dass wenn wir Kranke heilen, dass dann nichts passiert, dass sie sich nicht bekehren, das ist nicht die Botschaft hier jetzt. But I'm not saying when we heal the sick that they do not get saved, that nothing happens. That's not my message. Aber was ich betonen will ist, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen sollten, was jetzt in diesem Moment dran ist oder eben nicht dran ist. But my message is we need to be led by the Holy Spirit. What we need in a certain situation and what we don't need in a certain situation. Weil Gott kennt das Herz. Because God knows the heart. Und Gott weiß, wie dieses Herz erreicht werden kann. And God knows how to reach a heart. Und darum geht es, dass wir am Ende wirkliche, echte Ergebnisse haben. And that's what it's all about, that we have real results in the end. So, dass wir uns also nach dem Echten ausstrecken. So we reach out for the real thing. Wirkliche Kraft. Real power. Gott ist wirklich. God is real. Und sein Geist und sein Wort, das ist wirklich. And his spirit and his word are real. Und deshalb können wir wirkliche, echte Ergebnisse haben. Das ist möglich, das können wir wirklich haben. And that's why we can have and we can see real results. We can really have that. Und jetzt gibt es von Gott so ein Potenzial, was jeder Gläubige in sich hat. And now we have like a supply, a potential that every believer has on the inside of them. Und ich habe herausgefunden, dass wenn Gott uns ein Potenzial der Erlösung gibt und ein Potenzial seines Geistes an Kraft gibt, dass es nicht einfach automatisch geschieht, nur weil Gott es gegeben hat.
Mach das Beste draus. Das habe ich nicht richtig verstanden, was du meinst. Nur weil Gott uns ein Potenzial gegeben hat, heißt das nicht, dass das automatisch geschieht. Oh, but just because God has given us a certain resource, it does not mean that automatically things are happening. Das haben wir bei der Botschaft zuvor gehört. Wir müssen etwas damit tun. Remember the previous message we heard, we need to do something with it. Und dazu gehört auch, dass wir uns nach dem Echten ausstrecken. And that includes that we reach for the real thing. Dass wir es wirklich haben wollen. That we really want to have it. Und das geht nicht zwischen Tür und Angel so in 5 Minuten. And that's not within 5 minutes. Und allein, dass du auf dieser Konferenz bist, zeugt doch von etwas Hunger. And just the fact that you are at this conference shows that you are hungry. So, bevor ich jetzt weiter ins Predigen komme, lass uns mal gemeinsam aufstehen, lass uns mal beten noch zusammen. But before I continue here, just let's get up together and pray. Vater im Himmel, ich strecke mich aus nach dir, zuallererst nach dir, Herr. Father in heaven, I reach for you. First of all, I reach for you. Ich lese in deinem Wort von echten Ergebnissen. I read in your word from real results. Und Herr, das will ich haben. And Lord, this is what I das want. Will ich haben. This is what I want. Die Erweckung ist in mir. The revival is in me. Aber Herr, ich will auch die Früchte sehen. But Lord, I want also see the fruits. Ich will sehen, wie Gemeinden entstehen und wie Gemeinden größer werden. I want to see churches be planted and churches grow. Ich will sehen, wie Menschen gläubig werden, echt gläubig werden. And I want to see how people become believers, real believers. Ich will sehen, wie Menschen voll Heiligen Geist werden. And I want to see how people get full with the Holy Spirit. Herr, ich will sehen, wie Menschen sich abkehren von der Welt, um dir zu dienen. Lord, I want to see how people turn away from the world and turn to you. Danach strecke ich mich aus, Herr. I'm reaching for those things, Lord. Das will ich haben, Herr. This is what I want, Lord. Und Herr, ich gebe keine Ruhe, ich will das haben. Lord, and I won't be quiet, I want that. Ich möchte das haben, Herr. I want that, Lord. Herr, mehr von dir, mehr more, von dir. More of you, Lord. Mehr von deinem Geist, Herr. More of mehr your spirit. Mehr von deiner Kraft, Herr. More mehr, of your power, mehr von dir, Herr. More of you, Lord. Oh, Halleluja. Halleluja. Und danke, dass du dein Wort bestätigst. Thank you, Lord, for confirming your word. Und wir geben dir Ehre, Herr. And we give you glory. Und wir werden erleben, Herr, ich danke dir, dass ich das sehen werde, wie meine Abdrücke im Leben von Menschen sehen werde. And Lord, I thank you that my Halleluja. Footprints will be visible in the life of other people. Danke, Herr. Thank you, danke, Lord. Herr. Thank you, Lord. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. 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 Halleluja.